Willkommen zurück zu SFS Colony. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge, die ist jetzt schon 3 Wochen her. Da haben wir unsere Sonnenstation zur Sonne gebracht, in einem Orbit von 3 Millionen mal 160.000 Kilometer. Und die Forscher haben mir Bescheid gegeben, sie können jetzt richtig schön damit forschen, können viel über die Sonne herausfinden. Allerdings haben sie mir auch gesagt, das wäre nicht genug. Sie wollen noch mehr forschen und dazu müssen sie noch näher an die Sonne ran. Und dafür habe ich hier was. Ja, wir haben hier unsere Avalon 3B, die 100-Tonnen-Variante, die nutzen wir auch fast vollkommen aus. Und oben an der Spitze haben wir dieses Monstrum hier. Das ist ein, ja, Gefährt, könnte man sagen. Es besteht aus 2 Teilen, dem hier oben, dem hier unten. Und das erkundet die Sonne ein bisschen näher, als den meisten Leuten lieb sein sollte. Ich schalte das mal um und dann seht ihr, was wir hier haben. Wir haben eine klitzekleine Sonde hier oben drin. Die ist eingepackt in eine Nutzlastverkleidung mit Hitzeschild und das ist eingepackt in eine Nutzlastverkleidung mit Hitzeschild und das ist eingepackt in eine Nutzlastverkleidung mit Hitzeschild und ich glaube, ihr habt es kapiert, darum ist noch eine Nutzlastverkleidung mit Hitzeschild. 4 Stufen, ja, die werden wir alle benötigen. Wir werden nämlich in die Atmosphäre der Sonne reingehen. Ja. Dort wird es extrem heiß, daher 4 von diesen Stufen. Die meisten davon werden verbrennen, hoffentlich bleibt zumindest die letzte Stufe hier übrig. Dann können wir das quasi öffnen und können wieder zurück hier zu unserem sogenannten Mutterschiff, könnte man sagen. Das fliegt uns bis zur Sonne und bringt uns dann praktisch den ganzen Weg wieder zurück zur Erde. In einem zukünftigen Video will ich das dann wieder zurück auf die Erde bringen, um quasi diesen Erfolg einzusammeln, auch wenn er dann quasi nirgendwo angezeigt wird. Ja? Und das machen wir heute, eine recht aufregende Episode und die wird auch eine Weile dauern. Daher wird das Video wahrscheinlich etwas spät kommen. Ich bin jetzt schon spät dran, Entschuldigung. Jedenfalls genug geplaudert, los geht's.
Und da hätten wir es. Wir sind wieder zurück in einem Erdorbit. Einem Erdorbit, nicht einen besonders guten, denn uns ist einfach der Treibstoff ausgegangen. Ich habe sehr, sehr spät gemerkt, dass die Triebwerke von der Sonde hier angeschaltet waren und dementsprechend haben die unnötig Treibstoff verbraucht. Das heißt, wir hatten die beiden hier, die quasi in die falsche Richtung quasi den Treibstoff verbrannt haben. Und dann haben wir hier eben zwei gehabt, die dann quasi den unnötigen Treibstoffkonsum ausgleichen mussten. Das heißt, für eine sehr lange Zeit sind quasi vier Triebwerke am Laufen gewesen, ohne dass wir irgendwas erreicht haben. Dementsprechend haben wir es hier nicht mehr ganz zurückgeschafft, aber ich werde das jetzt nicht nochmal aufnehmen. Das war eine absolute Katastrophe, das aufzunehmen. Ich musste tausende einzelne Stücke machen und die dann zusammenkleben. Also werde ich jetzt noch machen müssen, so rum. Aber an sich haben wir es geschafft. In der nächsten Folge bringen wir dann zumindest die Sonde hier zurück. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit dem Rest machen werde. Aber an sich, wir haben ja hier ein bisschen Strom noch. Wir haben unsere Antenne hier ausgefahren. Das heißt, wir können jetzt schon anfangen, die ganzen Daten zur Erde zu übertragen. Das heißt, die Wissenschaftler auf der Erde können direkt mit den Daten, die wir in der Sonne quasi gesammelt haben, direkt Forschung betreiben, können direkt damit was anfangen. Aber quasi den Erfolg, den bekommen wir erst nächste Folge. Auch wenn er nirgendwo angezeigt wird, das ist mir vollkommen egal, einfach nur um es gemacht zu haben, um zu sagen zu können, hey, ich war in der Sonne und habe die Sonde wieder zurück zur Erde gebracht. Das ist schon eine ganz schöne Leistung. Ihr seht natürlich, wir haben keinerlei Fallschirme, gar kein Hitzeschild mehr, den mussten wir ja abbauen quasi, sprengen. Daher ist es nicht möglich, das hier auf der Erde zu landen. Das mache ich dann auch erst in der nächsten Folge. Aber an sich, das war's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!